Einen herzlichen guten Morgen. Manchmal ist mir Technik so eine Sache. Wir wollen heute uns anfangen, auch besser vorzubereiten. Das ist so mein Anliegen. Wir haben Purim gerade hinter uns und nun beginnt die Zeit sozusagen ja, der großen Freude oder der Vorfreude. Es ist interessant, nicht, dass während im Judentum Fasten während dieser Zeit verboten ist, nicht? Gerade das Gegenteil geschieht in der Kirche, nicht? Das ist die große Fastenzeit bis Ostern. Ja, wer weiß, warum und wieso, also man kann darüber auch viel, naja gut, es gibt natürlich Informationen darüber, warum und wieso, aber das ist nicht mein Anliegen. Ja, wir freuen uns einfach darauf, dass Zeit der Erlösung naht und auch weil wir Jeschua-gläubig sind, ist es eigentlich eine Zeit der Freude. Und da sollte und dürft und darf auch nicht Zeit der Trauer oder des Mangels sein. Und es ist immer so, dass wenn wir Feiertage haben, wie Schabbat beispielsweise, ja, oder Pessach, dann darf man nicht fasten. Und die ganze Monat Adar ist ein ganz besonderer Monat, da darf man eben auch nicht fasten. So sieht's aus. Ne? Da, als Jeschua Melech HaMashiach gefragt wurde, ja, warum fastet ihr nicht, ja, da hat er gesagt, ja, wenn der Bräutigam da ist, dann wird nicht gefastet. Und auch das ist ein Gesetz, ja. Stimmt. Und nun, natürlich haben wir weiterhin bestimmte Tage, in denen wir fasten müssen. Also der 9. auf beispielsweise, der 9. des 5. Monats, ist es ja das große Fasten überhaupt. Und Yom Kippur nicht zu vergessen. Aber das erzähle ich mal Gelegenheit. Lass uns über die Haggadah Shel Pesach sprechen, über diese Liturgie, die wir feiern, beziehungsweise feiern am Abend von Pesach. Genau diese Liturgie hat die Shlomo Melech HaMashiach auch gefeiert mit seinen Jüngern. Und wenn du sagst, genau diese, geht ja gar nicht, hast du recht. Also wortwörtlich kann das nicht sein, aber die Struktur stimmt schon. Ja? Bestimmte Dinge müssen gewesen sein. Erstens, die 15 Schritte, ja. Die 15 Schritte sind immer da gewesen. Sie entsprechen nämlich dem Heiligen Namen und sie strukturieren sehr oft unsere Gottesdienste. Deswegen, das gehört einfach dazu. Und was den Ablauf angeht, dann stimmt es nämlich auch. Übrigens, wir singen diese 15 Schritte am Anfang immer, ja. Kadesh Urechaz Kapaz Yachaz Magid Ratsa Mozi Matza Maroho Kore Shulchan Ore Zafum Barech Aleh Nitsa. Oi, und dann geht's immer schneller. Ja, das machen wir gerne, wir singen gerne. Und die Kinder vor allem, nicht? Und diese 15 Schritte muss man können und die sind praktisch auch Voraussetzung, damit wir den Ablauf des Heiligen Mahls, den Jeschua Melech HaMashiach mit seinen Jüngern hatte, feierte natürlich, nachvollziehen können. Und das kann man natürlich jetzt in 15 Minuten nicht alles besprechen, aber ein paar Punkte. So, eben der Hinweis, man sollte das können und wenn ihr mehr wollt, ich lade euch einfach ein, nehmt teil an unseren Seminaren, die wöchentlich stattfinden. Ja, wir lernen jeden Sonntag, jeden Montag, jeden Donnerstag, also und haben Gottesdienste, die wir auch übertragen. Also schreibt an mich baruch@dashorish.org. Ja, und wenn ihr euch das jetzt nach rechts an, wenn ihr nach rechts schaut in diesem Bildchen, dann seht ihr die Keara, die sogenannte Keara, das ist die sogenannte Sederplatte. Dort sind die liturgischen Speisen vereint auf dieser Platte. Und ein Stück Knochen, Lammknochen, Bitterkraut, ein Ei, Fruchtmus, das ist Charoset und Meerrettich und Salzwasser steht extra auf dem Tisch und Karpas. Ja. Und natürlich darf man nicht vergessen, dass wir Mazot haben und die Mazot sind schon immer auf besondere Weise geordnet. Wir haben drei Mazot, die in so einem Kissen liegen. Und dieses Kissen hat drei Fächer, eben für die drei Mazot. Und die drei Mazot stellen da ganz Israel. Und dann die unterste Mazot, das ist das Volk. Die mittlere sind die Leviten und die obere sind die Kohanim. Und wir sind eben alle zusammen
eine Ganzheit. Und dass Yeshua sagte, das ist mein Leib, hat etwas ganz Bestimmtes gemeint und gemacht mit den Matzot. Ja, also es hilft sehr, sehr viel, wenn man unsere Liturgie kennt, um den Ablauf des Heiligen Mahls zu kennen. Und wir haben in unserer Gada das alles verarbeitet übrigens. Ja. Und dann, sehr wichtig, natürlich, dass man in der Vorbereitung zu Pessach darauf achtet, dass das Haus frei von Chametz ist. Das tut man natürlich nicht erst am letzten Tag, sondern das ist eine ganze Prozedur. Nicht, man macht das Haus einfach sauber, aber eben vor allem putzt man und schafft weg alles, was irgendwie mit Mehl zu tun hat. Ja? Also nicht nur Mehl selbst, sondern Brot, sondern Nudeln und solche Geschichten. Alles muss aus dem Haus. Und am letzten Tag, dann geht der Papa nicht, mit den Kindern durchs Haus und hat einen Feder in der Hand oder so. Nicht? Und die Kinder krümeln ein bisschen für Papa, damit er was zu tun hat. Und er sammelt das Ganze und dann geht man auf den Hof, nimmt die Palmenzweige von Sukkot, vom letzten Sukkot, macht ein kleines Lagerfeuerchen und verbrennt Chametz. Ja? Das gehört einfach dazu und damit erfüllt man das Gebot, dass man der Bdika, der genauen Untersuchung. Und wenn das alles fertig ist, nicht, dann feiert man Pessach. Und man darf Pessach nicht anfangen, bevor es wirklich dunkel ist. Es sei denn, es ist Schabbat, so wie in diesem Jahr, in Erev Pessach, also aus der, wenn Erev Pessach mit Erev Schabbat zusammenfällt, ja, dann natürlich muss man dem Schabbat Vorrang geben und das bedeutet, dass man eigentlich anfängt, bevor es dunkel geworden ist. Das ist schon wichtig, ja, denn es gibt ja diese Stelle, wo Yeshua Melech HaMashiach sagte zu Judas Iskariot, das, was du tun willst, das tu schnell. Ja, und der verließ dann die Gemeinschaft und daraufhin steht geschrieben, und dann wurde es Nacht. Ja, also es hat mit der physischen Nacht nicht viel zu tun, nicht? Denn die Nacht war sowieso schon da. Denn man kann im Prinzip ja besser gar nicht anfangen, bevor es dunkel geworden ist. Sondern vielmehr hat es etwas zu tun mit dem Entweichen, ja, des Lichtes der künftigen Welt, ja, denn in dieser Kraft diente Yeshua Melech HaMashiach die ganze Zeit und das war praktisch stark. Als er sagte, ich bin das Licht der Welt, meinte er eben das Licht der künftigen Welt. Aber als die Gemeinschaft zerbrach, dann wich dieses Licht und dann wurde es Nacht und dann die Nacht steht für diese Welt. So, das sind Zusammenhänge, die wir unbedingt wissen müssen. Und so haben wir eine sehr bedeutende Stelle in der Agada, aus meiner Perspektive wichtig. Ja, und wir haben sie praktisch als Einsetzung oder Einleitung vorangeschaltet. Die Tatsache, dass man die Kerzen anzündet, praktisch zur Vorbereitung. Und ich lese mal diese Stelle vor. Und das ist in Lukas 22, 7 bis 16. Es kam aber der Tag der ungesäuerten Brote, an dem das Pessach geschlachtet werden musste. Und er sandte Simon Petrus und Johannes und sprach, geht hin und bereitet uns das Pessach, dass wir es essen. Sie aber sprachen zu ihm, wo willst du, dass wir es bereiten? Er aber sprach zu ihnen, siehe, wenn ihr in die Stadt kommt, wird euch ein Mann begegnen, der einen Krug Wasser trägt. Folgt ihm in das Haus, wo er hineingeht. Und ihr sollt zu dem Herrn des Hauses sagen, der Lehrer sagt dir, wo ist das Gastzimmer, wo ich mit meinen Jüngern das Pessach essen kann? Und jener wird euch einen großen, mit Polstern belegten Obersaal zeigen. Dort bereitet es. Als sie aber hingingen, fanden sie es, wie er es ihnen gesagt hatte, und sie bereiteten das Pessach. Und als die Stunde gekommen war, setzte er sich zu Tisch und die Apostel mit ihm, und er sprach zu ihnen, mit Sehnsucht habe ich mich gesehnt, dieses Pessach mit euch zu essen, ehe ich leide. Denn ich sage euch, dass ich es gewiss nicht mehr essen werde, bis es erfüllt sein wird im Reich Gottes. Ja. Diese Stelle hier, ja, die ist ganz bedeutend, weil wir damit einen Einblick bekommen in diese besondere Erzählweise auch des Lukas. Denn man muss sich fragen, warum überhaupt er auf diese Weise spricht, nicht? Derjenige, der die Abläufe nicht kennt und die Gesetze nicht kennt, der bleibt haften praktisch am Textkörper selbst. Und irgendwo ist ein Mann, irgendein kleines Wundersam, der hat gerade Wasser zu tragen und dann kommt irgendein komischer Obersaal, der das ergibt irgendwie auf den ersten Blick auch gar keinen Sinn. Ja, warum bitteschön so kompliziert? Aber
Ich vermute mal, das soll so sein, damit irgendwann, zum Beispiel nach 2000 Jahren, wir uns irgendwie erstens zusammentreffen. Und es wird klar, ja, nur wenn man das Gesetz kennt, und das ist gar nicht so schwierig, öffnet sich die ganze Geschichte. Ja. Denn es gibt ja eine Pflicht, ja, Pessach wird in der Familie gefeiert. Und wenn ich das euch sage, bis das sagt ihr natürlich, ja logisch, wird in der Familie gefeiert. Als Jeschua kleiner Junge war und vor Bar Mitzwa, da suchte ihn Mama und Papa, nicht? Also Josef und Miriam. Und er sagte, was sucht ihr mich denn? Wo soll ich denn sein, wenn nicht im Hause meines Vaters? Und das war der Tempel. Und wo soll man bitte schon Pessach feiern? Seit dem Auszug aus Ägypten feiert man Pessach in den Häusern. Du musst gar nicht in die Synagoge, du musst auch nicht in den Tempel, ja, du musst in der Familie feiern. Aber es ist sehr gut und richtig, wenn man sehr wohl in der Synagoge feiert, beziehungsweise im Tempel natürlich. Der zweite Tag war dann, dass man in der Familie eben Pessach feierte. Also auch heute feiert man Pessach eigentlich an zwei Tagen, wenn die Kraft reicht. Also ein Abend reicht, aber zwei sind besser, so sieht's aus. Ja, schon eigenartig, nicht? Also Jeschua Melech HaMashiach hatte seine Jünger geschickt, ja, damit sie ihn besser vorbereiten, und wo denn, wenn nicht im Hause seines Vaters, und das ist nämlich der Tempel. Und der Tempel hat drei Geschosse, und im Obergeschoss, das Obergemach, das ist natürlich der Saal des Königs. Eben dort sollte besser gegessen werden. Und ich frage euch, wie kann man besser vorbereiten? Irgendwo an der Straße, man kann ganz kurz grillen. Wenn ich das so sage, werdet ihr wahrscheinlich auch mit dem Kopf schütteln. Geht ja gar nicht. Ne? Das ist immerhin ein Opfer. Das muss doch nicht irgendwie gegrillt werden. Es muss ja dargebracht werden. Und das kann ja gar nicht gemacht werden, so einfach von jedem X-Beliebigen. Da muss schon ein Kohen daherkommen. Also der Meister von dem Haus ist der Ober auch, ist ja wohl kein geringerer als der Diener, als der Hohepriester vom Dienst, den Pessach. Ja? Und der macht natürlich etwas Besonderes, denn Jeschua ist ja nicht irgendjemand. Er ist nämlich Sonderwitz. Sogar dann, wenn er nicht akzeptiert ist als der Erlöser Israels und der Erlöser von der Menschheit, nicht? Trotzdem ist er aus dem Hause Davids. Nicht? Meine Güte, der Mann ist ein Fürst. Und dem wird man doch nicht irgendwo in einem Hinterhof ein Lämmchen grillen, oder? Und wenn er schon dann feiert, naja, ein guter Sohn, da feiert er bitte schon ohne seine Eltern, ohne seine Brüder, ohne seine Schwestern, ohne Familie. Besser, da sieht man nur die 12 auf diesem Bildchen von Leonardo da Vinci. Das ist auch sehr schön so. Aber meine Lieben, ja, das war die Ehrentafel. Es gibt da natürlich dann größere Menge an Menschen, die allesamt zusammen, ja, das Großartiges feiern. Pessach. Und das in Erwartung von großen Dingen. Ich sage euch mal, was ich sehe. Ja, ich sehe die Vorbereitung darauf, dass der König auch gesalbt wird, eben zwar, ohne dass er umgebracht wird. Der Verrat führt zum Tod. Aber stellt euch mal vor, er wäre nicht verraten worden. Worauf lief es denn hinaus? Warum ist er am Sonntag eingezogen auf diesem besonderen Esel, triumphal, ja, empfangen von Menschen in Jerusalem mit Palmenzweigen, die irgendwo ja plötzlich erschienen sind? Also, liest bitte mit mir zusammen, ja, ich muss euch das in Ruhe erzählen, jetzt nur ganz kurz andeuten. Ja, es gibt eben das Evangelium des Siegers. Rom hat uns besiegt, hat den Tempel zerstört, Jerusalem den Boden gleich gemacht, die Menschen zerstreut, abgeschlachtet und dann uns erzählt, wie wir das Evangelium zu verstehen haben. Aber Am Israel Chai, wir leben noch und jetzt erzählen wir, wie das Evangelium aus jüdischer Sicht tatsächlich, ja, zu verstehen ist, wenn ihr wollt. Also, er war im Tempel, er feierte im Tempel und nichts war dem Zufall überlassen. Das ist nämlich der Weg, den wir zusammen beschreiten können. Und diesen Pessach feiern wir in Berlin und in München. Und wenn ihr wollt, seid ihr herzlich eingeladen. Ich glaube, soweit der Platz reicht, man muss sich anmelden. Wie gesagt, schreibt an mich, ich würde mich freuen. baruch@laschorisch.org. Und die bleiben einfach dran, bis besser, werde ich euch immer stückweise erzählen über den Ablauf. Und das nächste Mal, also morgen wird Gabi sprechen und ich erzähle dann übermorgen. Bleibt dran, ich würde mich freuen. Bis dahin, Shalom Hayom.